Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen gelesenen Büchern aus dem Juni. Und der Juni war wirklich der Hammer. Also bisher, glaube ich, wirklich der erfolgreichste Lesemonat in diesem Jahr mit 17 Büchern. Ich habe jetzt echt so im Nachgang gedacht, das ist ja der Hammer. Und aus diesem Grund werde ich den Büchermonat auch in zwei Teile teilen. Das heißt, heute seht ihr die ersten 9 Bücher und in der nächsten Woche lade ich den zweiten Teil hoch mit den restlichen 8 Büchern, damit es einfach nicht an einem Stück unglaublich lange ist, sondern damit ihr eben einfach die Möglichkeit habt, dazwischen auch mal durchzuatmen. Ihr findet natürlich unten in der Infobox auch, wann ich mit welchem Buch beginne. Ich habe hier wieder meine Videoabschnitte geschnipselt und bin da jetzt im Nachgang dann auch sehr gespannt, wie es das beim Schneiden so sein wird, dann nochmal zu sehen, welche Bücher haben einem gefallen, was sagt man dazu, was hat man empfunden, was empfindet man mit ein wenig Abstand. Also das ist ja immer ganz, ganz unterschiedlich und es sind insgesamt 5.927 Seiten geworden, das ist echt der Hammer und das bedeutet rund 200 Seiten am Tag, also es sind im Grunde nur 198 Seiten, aber ja, ich muss sagen, es war ein sehr erfolgreicher Lesemonat und es hat unglaublichen Spaß gemacht, auch ganz, ganz tolle Bücher zu entdecken. Das werdet ihr ja dann natürlich sehen. An sich war ja, ich glaube, gerade eins der Bücher auch nur zur Hälfte. Also es sind im Grunde auch nur 16,5 Bücher, wenn man so möchte. Aber das halbe hatte trotzdem 440 Seiten, was ja dann wieder fast ein ganzes ist. Also ihr könnt es legen, wie ihr wollt. Es sind unglaublich viele Bücher geworden. Ich finde das so toll und ich freue mich so. Und es waren echt tolle Bücher dabei. Und ich denke, jetzt rede ich gar nicht mehr lange, sondern verabschiede euch direkt in meine Videoclips und wünsche euch viel Spaß. Das erste Buch im Juni ist Hydra von Laura Labas, der zweite Teil der unwandelbaren Reihe, ist erschienen Anfang 2015, ist eben der zweite Teil einer fünfteiligen Reihe, hat 341 Seiten, lese ich zusammen mit anderen Lesern und der Autorin in einer Leserunde und ich habe den ersten Teil ja bereits im Mai gelesen. Und habe mich sehr gefreut, jetzt weiterzulesen. Ja, zur Geschichte ganz im Groben ist natürlich immer schwierig. Wir sind in einem kleinen Dorf und unsere Hauptcharaktere ist Reina, ein junges, glaube 18-jähriges Mädchen, die eine besondere Gabe hat. Sie kann in Tiere schlüpfen, ihre Seele mit diesen verbinden und erfährt eben im ersten Teil, dass sie ein Pharos ist, dass es eben auch noch andere Gestalten in dieser Pharos-Welt gibt, unter anderem eben die Hydra, um die es dann mehr oder weniger dann auch im zweiten Teil geht. Und es gibt eben auch Gestaltwandler, die eben ja seelenlos mehr oder weniger umherirren und so ein bisschen als die Bösen der Gesellschaft dargestellt werden. Ja, es ist aber, geht aber nicht nur um Reina, sondern auch um ihre besondere Freundin Felicity, die wir auch schon im ersten Teil kennenlernen, um Glenn, ihren besten Freund, um ihre Großeltern, auch um ihre Eltern, um die sich ein Geheimnis wandelt, dem wir im zweiten Teil näher kommen. Im ersten Teil gab es eben auch noch so ein paar Mordfälle und es sind mysteriöse Dinge passiert und der zweite Teil schließt jetzt eben direkt an den ersten an, also man hat gefühlt keine Woche dazwischen, was ich sehr toll fand. Und die Geschichte geht spannend, packend, mit vielen unterschiedlichen Wendungen weiter. Es passieren Dinge, mit denen ich nie gerechnet habe, die mich zu Tränen gerührt haben, die mich zum Lachen gebracht haben, die mich begeistert haben. Es ist ein unglaublich toller Schreibstil. Er wird in der Ich-Form erzählt. Also wir erfahren alles aus erster Hand aus Reina. Und das finde ich grandios und gelungen. Das gefällt mir bei Dystopien, Urban Fantasy Büchern immer unglaublich gut, wenn man eben so nah beim Charakter ist. Und das lese ich wirklich gerne, weil ich gerne mitten im Geschehen bin und eben all das dann auch empfinden kann, was im Grunde unser Protagonist, in diesem Fall Reina, im Grunde erfährt. Im ersten Teil war mir Reina um einiges unsympathischer. Sie hat ganz merkwürdig gehandelt, war sehr naiv, dumm, ist mit offenen Augen und vielen Warnungen in den Unglück gerannt. Im zweiten Teil fand ich sie viel, viel sympathischer. Ich konnte ihre Handlungen viel mehr nachvollziehen. Und sie ist zwar immer noch manchmal so ein bisschen trotzig und ein bisschen frech, aber es hat mich nicht mehr so gestört wie im ersten Teil, weil es einfach nachvollziehbarer war, echter war und man einfach merkte, okay,
okay, manchmal kann man eben einfach nicht aus seiner Haut. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte das, den zweiten Teil. Er war wirklich spannend und endet mit einem ganz gemeinen Cliffhanger. Und ich freue mich wirklich darauf, jetzt weiterzulesen mit dem dritten Teil, der mir auch schon von der Autorin zur Verfügung gestellt wurde. Einfach in der über ja diese Leserunde, wo man eben alle Teile lesen kann, wenn man das möchte. Und eben, wenn man jetzt nach dem zweiten Band sagt, ich will weiterlesen, dann kam im Grunde der dritte an. Und ich freue mich auf diese Reihe. Es ist wirklich ein Schatz und ich ärgere mich, dass ich sie eigentlich jetzt erst zu spät entdeckt habe. Und jeder, der Urban Fantasy mag, wird hier wirklich fündig. Absolute Empfehlung, fand ich wirklich ganz, ganz toll, die Geschichte. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Katze des Dalai Lama war dann mein nächstes E-Book. Und zwar ist es von David Michi, ist im Jahr 2014 im Lotos Verlag erschienen, hat 272 Seiten und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Die gebundene Ausgabe kostet 16,99 und das E-Book 13,99. Ich bin auf diese Buchreihe aufmerksam geworden, weil jetzt Ende Juni der dritte Teil dieser Buchreihe erscheint und man kann wohl alle Bücher ja getrennt voneinander lesen, also es ist keine Reihe, die aufeinander direkt aufbaut, aber es macht natürlich Sinn, zum Beispiel jetzt einfach die Anfänge der Katze des Dalai Lama zu erfahren, bevor man dann weitergeht. Und ich muss sagen, ich habe diese Geschichte genossen. Es ist wirklich eine ganz warme, tiefgründige Geschichte, die sich eben mit der fiktiven Katze des Dalai Lamas beschäftigt. Und sie wird eben gefunden auf den Straßen von Neu-Delhi als Baby. Sie wurde von zwei Jungs der Mutter entrissen und die anderen Katzen wurden alle verkauft. Nur sie war sehr schwach und hungrig und ist dann auch irgendwie mal runtergefallen, war verletzt und der Dalai Lama sieht das, schickt einen Bediensteten los, der den Jungs $2 gibt, um eben die Katze zu kaufen, um sie aufzupäppeln und so ist sie dann eben die Katze seiner Heiligkeit. KSH, so wird sie in der Regel auch gerufen und wir erleben eben den Alltag des Dalai Lamas, des Klosters, der Menschen, die ihn umgeben, durch die Augen dieser Katze und die Katze erzählt uns das in direkter Form, spricht uns auch mit lieber Leser an und jeder, der Katzen hat, wird diese Geschichte lieben, weil man ganz oft einmal sich selbst wieder entdeckt und natürlich auch meine Katze könnte genau das Gleiche denken. Es war unglaublich warm, es war sehr Weisheiten belastet, sag ich mal, obwohl das so negativ klingt, aber es steckt so viel Körnchen Wahrheit darin und gerade der Buddhismus ist ja eine Religion, es ist ja eher eine, ich würde sagen, eine Lebenseinstellung, die ja nicht blinden Gehorsam fordert oder wo man bekehrt wird oder sonstiges, das ist ja genau das, was die Buddhisten eigentlich nicht wollen, dass man sich fühlt, man muss etwas tun, was man nicht will. Und das spürt man alles in diesem Buch, wie eben der Buddhismus funktioniert, auf was es ankommt. So ein paar Weisheiten sind eben darin mitgestickt und ich fand das ganz, ganz toll. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, neue Denkanstöße mitzunehmen und eben auch dieses Leben der Katze mitzuverfolgen, wie sie eben älter wurde, was sie erlebt hat, welche Dialoge sie mit dem Dalai Lama, wobei es ist ja eher ein Monolog hat, beziehungsweise auch seine Assistenten oder dann der Besitzer unten am Bistro, der ihr dann sozusagen immer Leckerbissen zu essen gibt, die liebe Köchin, die Menschen, die zum Dalai Lama kommen, sie ist dann auch bei Audienzen dabei und das ist einfach so toll. Es ist so eine unwirkliche Welt, in die wir so hineinschnuppern dürfen und das eben mit diesen, ja eigentlich naiven, aber doch sehr eingebildeten und ja, hochnäsigen Augen unserer Katze, die ich total toll fand. Ich fand sie unglaublich humorvoll und sie ist halt eine Katze. Man muss sich das einfach vorstellen und die schlawenzelt natürlich durch die Gegend mit erhobenem Kopf und bildet sich etwas ein und man denkt sich, eigentlich bist du nur eine Katze. Aber so darf man natürlich nicht rangehen, dann verliert man wahrscheinlich den Spaß dran. Ich fand es lustig, ich habe unglaublich viel gelacht, es hat mich sehr tief berührt, es hat mich sehr ergriffen auch an manchen Situationen und das war wirklich alles, was mir dieses Buch gegeben hat, war ganz, ganz toll. Es ist eigentlich eine lockere Geschichte, aber durch die Elemente, die einen dann eben zum Anregen, zum Andenken anregen und zum ja in sich gehen, finde ich das einfach echt eine tolle, gemischte Buch-Genre-Leistung, was ich wirklich grandios fand, die mir Spaß gemacht hat. Und ich freue mich jetzt schon auf Teil 2 und Teil 3 und kann da diese Reihe wirklich nur empfehlen an alle, die Katzen lieben oder vielleicht grundsätzlich Tiere lieben und auch die eben dem Buddhismus offen zugewandt sind. Die sollten mal zu diesem Buch greifen, weil das wirklich einem ganz, ganz viel geben kann und ich wirklich sehr, sehr begeistert bin. Abbitte von Ian McEwan war das erste gemeinsame Lesebuch im Monat Juni.
Ich habe zusammen mit Andy von Büchersüchtig gelesen. Seinen Kanal findet ihr natürlich in der Infobox. Das Buch war eine Empfehlung von Paddy und Vilja. Auch diese beiden Kanäle könnt ihr unten finden. Es ist im Diogenes Verlag erschienen, hat etwas über 530 Seiten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Richtig. Und soll ein lebensveränderndes Buch sein oder auch leseveränderndes Buch. Die Geschichte beginnt im Jahr 1935. Es ist der heißeste Tag im Sommer in London und wir empfinden und erleben das Geschehene aus verschiedenen Perspektiven. Wir sind bei einer Familie, die junge Tochter, 13 Jahre alt, Brioni, ist sehr fantasiereich, sie möchte schreiben, möchte Theaterstücke machen, hat eine Schwester Cecilia, einen jungen Bruder, der an diesem Abend auch wieder zum Essen vorbeikommt, der eigentlich auswärts auf eine Schule geht. Sie hat eine Mutter, Emily, die unter Migräne leidet und der Vater ist irgendwie gefühlt nie anwesend, weil er ständig arbeitet und auch Der Ziehsohn, ja, kann man so nennen, den die Eltern im Grunde unterstützen, ist, glaube ich, irgendwie von der Putzfrau, der Sohn oder wie das war. Robby kommt auch vorbei. Und Brioni, entdeckt so manches an diesem Tag, was das Leben aller Anwesenden verändern wird. Und das erleben wir hier drin. Wir wissen nicht, worin es so richtig erstmal hingeht, sondern brauchen dann eben auch die nächsten Abschnitte des Buches, das sich insgesamt in drei Teile teilt, um dann eben zu erfahren, was es mit dem Titel auf sich hat und auch mit den lebensverändernden Dingen, die im Grunde Brioni auslöst. Ein Buch, das vom Stil unglaublich toll war. Es hat sich sehr mächtig angefühlt, sehr kräftig angefühlt. Es hatte tolle Redewendungen, es hat die Gehirnzellen angeregt, also man hat richtig gespürt, dass es Energie hat, Power hat, dass es wunderbare Redewendungen hat. Gerade der erste Teil des Buches, eben dieser Sommertag im Jahr 1935, hat mich total mitgenommen, ergriffen. Ich habe förmlich die Sonne auf der Haut gespürt, habe förmlich gerochen, wie es riecht und fand es unglaublich toll. Er hat mich gepackt, der Autor, mitgenommen und mit seiner wirklich besonderen, schönen Sprache auch mitgerissen. Der zweite Teil spielt dann im Zweiten Weltkrieg und das ist nicht unbedingt mein Thema in Büchern oder nicht mehr mein Thema in Büchern. Da hat er mich leider so ein bisschen verloren. Er hat es dennoch kraftvoll gemacht, er hat es auch sehr objektiv gestaltet und er hat uns einfach die Kraft und die Gewalt von Krieg gezeigt und beschrieben und was in Menschen da vorgeht. Fand ich gut. Konnte aber einfach mit dem Thema darin nicht allzu viel anfangen. Der dritte Teil spielt dann wieder nach Kriegszeit, mit dem konnte ich dann wieder mehr haben. Da hat mich der Autor wieder eingefangen. Und es ist einfach diese bildhafte, lebendige Sprache, die man aus Klassikern kennt. Nicht umsonst wird dieses, ich glaube, erst Anfang 2000 erschienene Buch bereits den Status eines Klassikers, weil die Sprache eben so bildgewaltig ist und so wortgewandt ist und man wirklich den Eindruck hat, man nimmt Wissen und Intelligenz aus diesem Buch mit. Es verändert einen insofern, indem man eben spürt, dass man nicht einfach nur eine Geschichte braucht, die dahin plätschert, sondern dass man eben so, ja, Granaten möchte, die man liest und dass das eben ganz viel mit der Sprache eines Buches zu tun hat und das schafft Abbitte definitiv. Es ist eine grandiose Sprache, die einen gefühlt auch in eine andere Zeit mitnimmt und die einen, ja, einfach so einnimmt und man ganz, ganz tief mit dabei ist und wirklich den Schweiß eigentlich schon auf der Stirn stehen hat, wenn man von diesem heißen Sommertag liest. Großartiger Schreibstil, leider nicht ganz die Geschichte, die ich eigentlich erwartet habe, weil lebensverändernd war sie jetzt leider für mich nicht. Leseverändernd glaube ich fast auch nicht. Dazu hat mir eben einfach dieser kriegerische Teil nicht so gut gefallen. Und das war auch nicht das, was ich eigentlich davon erwartet habe. Hätte ich vielleicht mit rechnen müssen, wenn wir ins Jahr 1935 gehen, dass dann irgendwie man auf Kriegszeiten hinausläuft. Aber habe ich einfach so gar nicht wahrgenommen. Auch nicht in den Beschreibungen von Paddy und Vilja das irgendwie so vernommen. Aber es ist nicht tragisch. Ich bin wirklich froh, es gelesen zu haben. Und ich finde wirklich, es ist ein Klassiker, der eben nicht 100 Jahre her ist, wenn er auch gefühlt ja im Grunde in den 30er Jahren spielt, aber der einfach so modern ist, aber gleichzeitig eben dieses alte, ja, diese alte Sprache so einfängt und einpackt in die Wortwendungen und das war wirklich toll. Es ist eine absolute Empfehlung und wer dieses Thema eben gerne hat, wer gerne mal in die 30er Jahre sozusagen in England zurück möchte, der sich auch vor dem Zweiten Weltkrieg nicht scheut, der ist hier absolut richtig und wird viel, viel Spaß mit diesem Schreibstil und der Gewalt des Schreibens und des Lesens wirklich haben. Also es ist ein wirklich tolles Buch, was wirklich
ja, eben auch die grauen Gehirnzellen immer mal angestrengt hat und einem dadurch einfach viel mehr gibt, als wenn man einfach sich nur auf eine plätschernde Geschichte einlässt. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben und ich bin wirklich froh, dass ich es gelesen habe. Und im Juni war es dann auch soweit. Das neue Buch der lieben Annika Bühnemann ist herausgekommen und ja, sie hat Küss mich Superstar zusammen mit Anna Fischer geschrieben und es ist jetzt Anfang Juni, so um den 3. herum, ja, auf den Markt gekommen, ist bei Amazon erhältlich, hat 288 Seiten und hat zu Beginn des Verkaufsanlaufes sozusagen 99 Cent gekostet. Die Printausgabe wird noch erscheinen, die war jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erhältlich, deswegen kann ich da nicht allzu viel sagen. Ja, mein erstes Buch der lieben Annika Bühnemann. Sie hat ja auch einen YouTube-Kanal, den packe ich euch natürlich in die Infobox und ich habe das Buch sehr genossen. Küss mich Superstar ist der Titel. Das Cover wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, beziehungsweise wohl auch kein Coverkauf, aber ja, na, das Außen ist ja immer nicht so wichtig, es kommt aufs Innere an. Um was geht es bei Küss mich Superstar? Es geht um Kathi, eine junge Frau, verheiratet, hat eine relativ liebe große Tochter, Leonie, und ihr Mann Felix ist so ein bisschen Workaholic. Auch sie geht arbeiten und macht natürlich den Haushalt und sie merkt so ein bisschen, ihr Leben ist so ein bisschen in Routine verfallen und ja, Felix und sie kennen sich seit der Schulzeit und sie gehen zusammen auf ein Klassentreffen und dort trifft sie auf Christian. Und der ist, ja, Filmregisseur, Produzent, irgendwie sowas, ganz groß und erfolgreich auch in Hollywood. Und der dreht an einem aktuellen Film zusammen mit, ja, dem Lieblingsschauspieler von Kathi. Und er ist von ihrer Art und wie sie rüberkommt so begeistert und sagt eben, ja, Mensch, ich engagiere dich für den nächsten Film. Du musst da auch gar nicht viel tun, du bist mehr oder weniger irgendwie eine Leiche und es wird ein paar Rückblenden geben und du wirst eben mit deinem Superstar sozusagen drehen. Das passt natürlich Felix nicht ganz in dem Kram, aber Kathi möchte ihren Traum verwirklichen und geht dann im Grunde auf die Reise. Und es kommt natürlich auch zu Spannungen und Gedankengängen innerhalb der Ehe. Und ja, Kathi ist sich dann gar nicht mehr so sicher, was sie eigentlich möchte, als sie ihrem Superstar tatsächlich ein bisschen näher kommt. Ein sehr schönes Thema, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass unser Alltag einfach ein bisschen eingeschlafen ist, routiniert ist. Und man kennt das auch in Partnerschaften, dass das eben nicht mehr alles so rosarot ist wie zu Beginn. Und dass man sich dann natürlich die Fragen irgendwann wahrscheinlich jeder mal stellt, ist es da schon gewesen? Und das ist hier wirklich das Thema, was mir unglaublich gut gefallen hat. Es war sehr menschlich, es war sehr echt. Der Schreibstil der beiden war sehr lebendig und es war so ein Hin und Her. Es wurde nicht langweilig. Ich mochte auch die Dialoge und mir hat es einfach viel Spaß gemacht, in den Kopf von Kathi so ein bisschen hereinzuschauen und dass man sich da als Frau eben manchmal auch einfach wiederentdeckt hat. So mit den Sorgen und Nöten, die sie so hat. Klar bin ich jetzt weder verheiratet, noch habe ich ein Teenager-Kind. Aber man kann das, denke ich, relativ gut nachvollziehen und das fand ich einfach so wunderbar, dass diese Leichtigkeit der Geschichte mit diesem Filmset und dass wir da einfach mal in Paris sind und einen Film drehen, dass das eben so ein bisschen gespickt war mit der Ernsthaftigkeit des Lebens und auch mit den Gedankengängen, die es gibt, mit den Dingen, die so ein bisschen rundherum passiert sind, fand ich einfach eine wunderbare Beschreibung. Man hat sich da einfinden können, man war gefühlsmäßig mit dabei. Was ich persönlich nicht so gelungen fand, war ein bisschen das Ende. Das war mir gar nicht vorhersehbar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein anderes Ende erwartet. Und mir hat an dem Ende nicht so gefallen, dass es so... Es hat für mich gar nicht sich echt angefühlt. Es ist jetzt nicht irgendwie sehr fantasiereich, dass ich sage, oh, das ist total absurd. Ich weiß nicht, es hat nicht in meinen Ablauf der Geschichte gepasst. Und ja, klar, das ist natürlich wirklich nur meine Meinung. Ich hätte mir persönlich wirklich ein anderes Ende gewünscht. Und was ich sehr schön fand, ist, es gibt eine Glücksliste, die Kathi sich mittendrin in der Geschichte mal macht und dann eben Dinge aufschreibt, die sie glücklich macht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir im Leben auch einfach mal die schönen Dinge sehen und uns vielleicht wirklich alle eigentlich so eine Glücksliste anlegen müssten, wo wir draufschreiben, was uns glücklich macht. Egal, ob es das Schnurren der Katze beim Videodreh ist oder dass die Sonne morgens scheint. Egal, man sollte sich immer darüber freuen, was einen glücklich macht. Das ist genau das Gefühl, aus das ich mit diesem Buch herausgegangen bin, dass es mich, ja, glücklich
glücklich gemacht hat, dass es mich hat lächeln lassen, dass es mich auch berührt hat, dass es ja alle Facetten so der Gefühle, die man hat, auch gezeigt hat und dass das Buch trotz der ganzen Lebendigkeit immer wunderbaren Tiefgang hatte. Also eine wunderbare Sommergeschichte, die perfekt in die jetzige Zeit passt. So eine leichte Lektüre, die aber dennoch einfach auch sehr gefühlvoll ist und einfach Spaß macht und einen mitnimmt und in den Kopf einer anderen Person schauen lässt. Ich fand sie wirklich gut und kann sie wirklich empfehlen und werde auf jeden Fall noch zu dem einen oder anderen Buch von Annika oder auch Anna Fischer greifen. Ein Buch, das diesen Monat auch neu bei mir eingezogen ist, ist Wunder von Raquel J. Palacio. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ja? Als Taschenbuch und als E-Book je 9,99 € hat es 2014 den Jugendbuchpreis bekommen und ist im DTV-Verlag erschienen. Ja, ich bin zu dem Buch gekommen, weil Andi vom Kanal Büchersüchtig das als nächstes lesen wollte und so vom Klappentext und von den Rezensionen geschwärmt hat, dass ich da auch mal reingeguckt habe und gesagt habe, ja, du hast mich jetzt so angefixt, ohne dass du es überhaupt gelesen hast. Ich lese es direkt mit und habe es mir dann als E-Book geholt, damit wir zeitnah anfangen konnten. Ja, um was geht es in Wunder? Es geht um Augustus, ein 10-jähriger Junge, der direkt am Anfang erzählt, dass er nicht beschreibt, wie er aussieht, denn für ihn ist das eigentlich normal, aber er weiß, dass er eben ja so das ein oder andere Manko im Gesicht hat. Und so ist es tatsächlich. Wir erfahren in der Geschichte, dass er ein sehr missgestalteter Junge ist, der schon viele Operationen, viele Schmerzen hinter sich hatte, ganz liebevolle Eltern hatte, eine tolle Schwester Via, was die Abkürzung von Olivia ist. Und ja, es ist eben soweit, dass zum Start der 5. Klasse seine Eltern so ein bisschen überlegt haben und vielleicht auch mehr oder weniger beschlossen haben, ihn auf die öffentliche Middle School zu schicken. Er ist sonst immer zu Hause unterrichtet worden und seine Mutter sagt aber auch, ja, ich kann dir gar nicht alles beibringen, was du vielleicht in deinem Leben mal irgendwie noch brauchst. Und ja, er geht da mit sehr komischen Gefühlen hin, trifft dort zu Beginn, vor der eigentlichen Schulzeit, auf 3 Leute, unter anderem auch Jack. Und ja, die zeigen ihm so die Schule, die tun auch erstmal so, als wären sie nicht überrascht. Sie wurden so ein bisschen vorbereitet vom Direktor. Ein ganz netter Charakter, der Direktor, der wirklich probiert, dass es Orgi, wie er liebevoll genannt wird, eben einfach gut geht. Und die Geschichte ist gepickt mit verschiedenen Perspektivwechseln, zum Beispiel, also neben Orgi, dann auch seine Schwester, mögliche Schulfreunde und sehr schön gemacht von der Erzählweise, wie uns die Geschichte, ja, so im Grunde rübergebracht wird. Ich bin ein absoluter Fan dieser Geschichte. Sie hat mich im Herzen berührt und sie hat mich ganz, ganz tief getroffen und hat mir wieder so ein bisschen die Augen geöffnet, wie die Menschen einfach sind und dass Dinge, die für uns vielleicht total unnormal sind, für den es betrifft, total normal sind. Und so ist es bei Orgi eben auch. Er sagt immer von sich selbst, er ist ein normaler Junge und man weiß aber natürlich, spätestens als dann die nächsten Perspektivwechsel kommen, dass er das überhaupt nicht ist. Und er selbst sieht das aber natürlich nicht so und wundert sich eigentlich, wie die Leute immer so auf ihn reagieren. Er hat sich dran gewöhnt und es ist eben auch gerade so dieses Gefühlvolle, dass wir es aus seiner Sicht auch so sehen und er eben ja schon versteht irgendwo, warum die Menschen das so merkwürdig finden, aber eigentlich sagt, hey, ich bin doch ein normaler Junge, was habt ihr denn eigentlich? Und man seine tiefen Gefühle auch einfach durch die sehr schöne, leichte Schreibweise kennenlernt, denn es ist wirklich vom Schreibstil, es ist ein Jugendbuch, nicht umsonst hat es einen Jugendbuchpreis bekommen, und man spürt natürlich, dass es eine leichte, eine ganz leichte und flüssige Geschichte ist. Man hat halt wirklich den Eindruck, so ein 10-Jähriger erzählt einem das. Und eben auch bei den anderen Perspektivwechsel. Man spürt immer, dass da jemand anders schreibt. Man hat da schon das Gefühl dafür, oh, da ist jetzt ein anderer Charakter. Man erfährt aber auch immer, wer man ist. Bei jedem Perspektivwechsel steht der Name dazu und irgendwie ein Gedicht oder ein Musikstück, also ein Zitat daraus, was ich sehr, sehr schön fand. Und es ist eine unglaublich gefühlvolle Geschichte, die ganz tief bei einem eindringt, einen ganz tief in der Phase mitnimmt und wieder ein Stückchen verändert. Und ich fand es wirklich grandios. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Ich habe gelacht, ich habe geweint und ich hatte an den ungünstigsten Momenten Tränen in den Augen und dachte mich, oh, das nimmt dich aber wirklich mit. Und es hinterlässt dann eben einen eigentlich verändert, weil man ja spürt, es hat was in einem gemacht, aber es ist, hinterlässt einen auch mit so einem positiven Lächeln. Ein bisschen vergleichbar mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter, was ja ein ähnliches Gefühl bei mir ausgelöst hat.
das Schicksal ist ein Miserere ist vielleicht noch einen Hauch besser in meinen Augen, aber das nimmt sich wirklich nicht viel. Ich fand Wunder unglaublich toll, fand ich ganz, ganz schön. Und ich mochte gerade dann auch gegen Ende, dass wir von einem der Lehrer von Augie, Mr. Browns, der hat für jeden Monat Maxime festgehalten und wir erfahren die immer und der Lehrer möchte eben, dass man sich an dieser Maxime pro Monat so ein bisschen hält und es beginnt halt zum Beispiel mit, wenn du die Wahl hast, ob du Recht behalten oder freundlich sein sollst, wähle die Freundlichkeit. Und da wird auch immer dazu geschrieben, von wem das ist. Und es geht weiter mit, eure Taten sollen eure Denkmäler sein. Ein wunderschönes Zitat aus dem alten Ägypten. Nimm dir keine Freunde, die dir nicht ebenbürtig sind. Kein Mensch ist eine Insel, die nur aus sich selbst besteht. Und fand ich ganz, ganz toll. Und das Ende hat mich total mitgerissen. Ich fand die Worte toll. Ich mochte einfach, wie alles so zusammengepasst hat. Und es hat sich einfach wunderbar lesen lassen und einen aber so gepackt. Und durch die Geschichte mitgenommen. Ich fand es unglaublich toll. Und auch das Zweierlesen war wieder sehr, sehr schön, weil wir einfach auch wieder verschiedene Dinge dem anderen oder ne, erzählt haben, die man selbst vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, was ich eben auch ganz, ganz toll fand. Und immer wieder merke, so ein gemeinsames Lesen, das holt aus einer Geschichte einfach noch ein bisschen mehr raus, wenn man sich darüber einfach austauscht. Also absolute Empfehlung, auf jeden Fall jetzt schon ein Monatshighlight, ein ganz, ganz tolles Buch, was, wenn ich Sterne vergeben würde, alle Sterne von mir bekommen würde. Die Tage in Paris von Jojo Moyes habe ich als nächstes zwischendurch gehört mit einer Sprechzeit, ich glaube von etwas über 2 Stunden hat man das auch sehr schnell weggehört. Ich habe mir das, glaube ich, im April zusammen mit dem anderen Hörbuch von Jojo Moyes geholt, weil es da 2 E-Books zum Preis von einem sozusagen gab. Gesprochen wird das Hörbuch von Louise Helm, die unter anderem auch die Synchronsprecherin von Scarlett Johansson ist, also eine sehr schöne Stimme hat, auch wunderbar vorgelesen hat, das möchte ich einfach vorab schon mal sagen. Das Buch ist erschienen Anfang 2015, kostet in der gebundenen Ausgabe 8 Euro, als E-Book 6 Euro und als Hörbuch würde man es für 8 Euro bekommen oder eben dann über das Audible-Abo zum halben Preis. Hat 112 Seiten und ist ursprünglich erschienen im Rowohlt Verlag, das Hörbuch jetzt im Argon Verlag. Es ist die Vorgeschichte zu Ein Bild von dir, welches ich auch noch auf dem Sub habe und dachte mir eben, ich mache mir jetzt mit dem Hörbuch einfach Lust, das ist die Vorgeschichte dazu, mache mir Lust, dann im Grunde das Buch auf meinem Sub zu lesen. Ja, wir haben 2 Ebenen in Paris. Wir sind in der aktuellen Zeit zusammen mit Liv und David, die beide sehr kurzfristig geheiratet haben, jetzt auf ihrer Hochzeitsreise in Paris sind. Und es gab sehr viele kritische Stimmen im Livs Familien- und Freundeskreis, aber sie ist davon überzeugt, dass David ihre große Liebe ist. Und sie spürt aber auf der Hochzeitsreise, irgendwie ist es doch ein ganz schöner Workaholic. Er nutzt diese Paris-Reise für sehr viele Geschäftstermine. Und sie beginnt dann tatsächlich ein bisschen daran zu zweifeln und denkt über sich, ihr Leben nach und trifft dann in einem Museum auf ein Bild von einer jungen Frau, dass sie sehr an ihre eigene Stimmung erinnert. Also sie hat das Gefühl, dass die Frau auf dem Bild genau diese Stimmung gerade hat, die sie eben auch fühlt. Auf dem Bild, treffen wir sozusagen auf Sophie. Und Sophie lebt circa etwas über 80 Jahre zurück. Ich glaube, 86 Jahre waren es. Und lebt eben dort auch in Paris zusammen mit Eduard, den sie gerade auch geheiratet hat. Er ist ein sehr erfolgreicher Künstler und Charmeur und sehr gesellig, aber nimmt es mit dem Geld eintreiben nicht so genau, ist dementsprechend auch sehr verschuldet, kann sich nicht sehr viel leisten. Und sie beide sind eben auch auf Hochzeitsreise sozusagen mehr oder weniger in Paris, sie leben auch da. Und Sophie versucht da ein bisschen Manieren in ihren Mann zu bringen, dass er eben nicht alles auf Schuldschein verkauft, sondern sich seines Wertes tatsächlich bewusst wird. Und auch Sophie beginnt ein bisschen zu zweifeln und diesen Zweifel hält ihr Mann sozusagen in einem Bild fest. Und das ist eben das Bild, was Liv in unserer Zeit dann im Museum entdeckt. Ja, es klingt nach 2 wunderbaren Liebesgeschichten und das ist es tatsächlich auch. Es sind 2 sehr schöne Geschichten. Nicht nur, dass wir Tourist in Paris sind, was ich immer wieder schön finde. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Stadt, die man unbedingt mal gesehen haben muss, sondern man ist eben auch kleiner Zeitreisender, wenn man eben in die Vergangenheit reist und da im Grunde den Hintergrund hinter dem Bilde, das wir in unserer Zeit sozusagen sehen, kennenlernen. Ich muss allerdings wirklich sagen,
es war keine sehr packende Geschichte, es war gute Unterhaltung, so für zwischendurch, sehr, sehr schön. Ich kenne aber von Jojo Moyes einfach auch anderes. Und ich glaube, dass sie eben keine Autorin ist, die es schafft, einen auf 100 und ja, 12 Seiten tatsächlich zu begeistern, mitzureißen. Das schafft sie nicht. Sie braucht einfach mehr Seiten, um Gefühle wirklich aufkommen zu lassen, lebendig erscheinen zu lassen und eben ganz mit in die Tiefe zu reisen sozusagen. Ich fand es wirklich schön geschrieben. Es war für zwischendurch sehr, sehr schön. Ich fand aber auch die Geschichte sehr plakativ und dass eben die bösen Männer immer auch gleich so hingestellt wurden, es von vornherein klar war, dass sie diese Rolle einnehmen. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen, wo ich dachte, naja, so einfach ist es halt auch immer nicht. Es gibt ja immer zwei Seiten. Für zwischendurch absolut schön und auch okay. Es hat jetzt aber nicht wirklich viel mehr Lust gemacht auf das Subbuch, wo ich mich natürlich ärgere, denn es sollte mich ja motivieren, zum Subbuch zu greifen, und das hat es halt leider nicht so gemacht. Also nicht, dass ich jetzt gar keine Lust mehr auf dieses Buch habe, aber es ist jetzt nicht so, das, was ich erwartet hatte, ist, dass ich jetzt dieses Hörbuch höre und direkt zu diesem Buch greifen möchte. Das hat es leider nicht geschafft. Finde ich schade, aber es war absolut okay und für den halben Preis auch absolut in Ordnung. Es ging mir ja schon mit dem anderen Kurzroman von Jojo Moyes so, dass es mich nicht so packen konnte. Ja, es ist halt leider so, es kann eigentlich immer alles begeistern, aber wer Jojo Moyes gerne liest und sagt, er möchte vielleicht mal was hören, kann ich mit der Sprecherin auf jeden Fall empfehlen. Und ja, diese 2 Stunden waren auf jeden Fall auch sehr kurzweilig. Und dann wurde es mal wieder Zeit für einen historischen Roman. Und es wurde mir vorgeschwärmt von der lieben Paddy, und ja, dann musste ich Im Schatten der Königin von Elizabeth Freemantle einfach haben und lesen. Das Buch ist Anfang Mai im Bertelsmann Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, hat 544 Seiten, kostet als gebundene Ausgabe knapp 20, als E-Book 16 Euro. Und wer gerne Englisch liest, hat hier den Vorteil, dass man das Buch schon ab 6,99 in etwa bekommt. Im Originalen heißt es Sisters of Treason, die Schwester des Verrates, was ich irgendwie fast noch spannender finde als Im Schatten der Königin. Ja, wir sind in der Tudor-Zeit, und das ist ja die Zeit in England, die mich auch mit am meisten interessiert, wo ich schon so manche Biografie gelesen habe und ja ganz aktuell ab Anfang des Jahres auch die Tudors geguckt habe, die Serie, wo sich ja alles um Heinrich den 8. gekümmert hat und wie er so mit zu seinen 6 Frauen war, was mit dem passiert ist, auch mit seinen Kindern, so am Rande uns erzählt wurde. Und hier ist aber Heinrich der 8. tatsächlich schon tot, denn wir beginnen im Jahr 1554, sind im Tower von England, und auch sein Sohn ist gerade gestorben, Edward, und der hatte eben nicht einer seiner Schwestern zur nächsten Königin in die Thronfolge aufgenommen, dadurch, dass er diese, ja, dass ja so, also dass ja beide Geschwister nicht ganz so legitimiert wurden, wie es hätte sein sollen, sozusagen. Und Edward einfach der Thronfolger war, weil er eben auch einfach ein Mann war. Er gab ja im Grunde den Thron weiter an seinen Vormund, an Lady Jane Grey, die Enkelin war von der Schwester von Edward den 8. Also man sieht in der Serie ja zum Beispiel, wer die Serie kennt, nur eine Schwester, Edward, Henry der 8. hatte 2 Schwestern, und eine Schwester davon hat Frances als Tochter, und da wiederum ist dann Lady Jane Grey die Enkeltochter, das heißt im Grunde ja mehr oder weniger von der Nichte von Henry die Tochter, wenn man das so möchte. Also ist das dann die Cousine, also von der Cousine die Tochter. Egal, irgendwie so. Dadurch, dass Heinrich ja so alt war bei Edward, hat sich das mit dem Alter eben so ein bisschen verschoben, wer sich jetzt wundern sollte. Ja, auf jeden Fall gibt er die Thronfolge daran weiter, weil eben die Schwestern von Edward die Kinder davon eben ein höheres Anrecht auf die Thronfolge haben als die nicht legitimierten Geschwister von Edward, also die Töchter sozusagen von Heinrich. Und das führt natürlich zu großem Konflikt. Und so wird Lady Jane Grey tatsächlich direkt zu Beginn hingerichtet unter sehr schwierigen Bedingungen. Also es gibt da zum Beispiel auch sehr viele Geschichten, die sich immer um diese Hinrichtungen ranken, und das finde ich, das war schon so ein Einstieg, wo ich dachte, puh, also auch wie das geschrieben war, wirklich grandios. Dann geht der Thron sozusagen an Königin Mary, das ist die Tochter aus der ersten Ehe von Henry, und die wird ja bekannt in der Geschichte als die Bloody Mary, denn sie lässt alle Protestanten und alle nichtgläubigen Katholiken verbrennen. Sie geht da auf die Suche, sie schickt ihre Kardinäle aus, und es ist wirklich eine sehr blutige Zeit, und man spürt eben im Hause Grey, in dem wir uns befinden, denn wir verfolgen die Schwestern von Lady Jane Grey, einmal Kitty,
also Catherine und auch Mary Grey. Und da merken wir eben schon, dass es Spannungen gibt, wenn man eben nicht Katholik ist, sondern zum Beispiel Protestant, was ja heutzutage kein Problem mehr ist. Und man spürt eben diese ganzen Intrigen und Machenschaften, was es mit der Königin auf sich hat, wie man sich da verhalten muss, wie es in der ganzen Zeit eben Mitte 16. Jahrhundert vonstatten gegangen ist, was es auch für Auswirkungen hatte, wenn man eben Verräter in seiner Familie hatte, wie sich dann andere Familien davon abwenden, wie die Mutter der beiden sozusagen dann versucht, unter ihrem Stand zu heiraten, damit sie eben auch vom Königshofe wegkommt, obwohl sie ja eigentlich eine Nichte von Heinrich dem Achten ist und ja, wie das alles so in Irrungen und Wirrungen zusammenführt und dann eben es auch noch einen Wechsel in der Thronfolge gibt und sonstiges und man ist da live dabei und das, also ich merke schon, ich bin da auch ein bisschen sprachlos, ich fand das Buch unglaublich gelungen, es hat mich total mitgerissen, total eingesogen in die Geschichte und diese über 500 Seiten hat man einfach nicht gemerkt, es war spannend, es war lebendig, es war einfach so bombastische Geschichte und es waren wunderbar gezeichnete Charaktere, die sehr tiefgängig waren, denen man einfach verstanden hat, warum sie handeln, wie sie handeln und wie eben dieser ganze Geschichtsverlauf in England weitergegangen ist und es sind eben keine fiktiven Charaktere, sondern diese Menschen hat es tatsächlich gegeben, ob sich jetzt nun alles so stattgefunden hat, weiß man wahrscheinlich nur teilweise, ob jetzt wirklich jeder Dialog und so gestimmt hat. Ich fand auch toll den Perspektivwechsel, der immer mit Namen und Zeit und Ort uns erklärt wurde, wo wir sind, wer wir sind, wann wir sind und dass wir so viel drumherum sozusagen erfahren haben. Wir haben die Geschichte nicht nur aus einem Blickwinkel erfahren, sondern eben komplett ja, die Geschichte aus mehreren Blickwinkeln und es war einfach unglaublich intensiv. Es war wunderbar, es war eine bildhafte Sprache, es hatte wenige bis kaum Längen und es hat einfach einen mitgenommen in diese Zeit und man hat sich eben selbst gefühlt wie am Tudorhof und man spürt eben, dass ja, Glanz und Gloria nicht immer das ist, auf was man im Leben brennt, sondern dass das auch tatsächlich ganz, ganz schwer sein kann und mit den Intrigen, die es eben auch einfach tatsächlich gab, das kann man ja auch in Geschichtsbüchern und sonstiges nachlesen, wenn man Biografien einfach nur mal auf Wikipedia eingibt, spürt man, da ist schon tatsächlich einiges wahr, was uns in diesem Buch erzählt wurde und es ist einfach toll recherchiert, es ist tiefgründig und es reißt einen mit und es hat mich tatsächlich mitgerissen, was ja wirklich selten nur historische Romane in dieser fiktiven Form schaffen und ich fand es toll. Ich bin wirklich maßlos begeistert, ich kann auch Paddys Begeisterung total empfehlen und finde die Geschichte unglaublich stark geschrieben und kann sie wirklich nur empfehlen. Wer die Tudor-Zeit gerne mag, wer so ein bisschen geschichtlich in England gerne unterwegs ist, der ist hier absolut richtig und bekommt hier ein wunderbares Bild aus dieser Zeit eben durch diese Perspektivwechsel. Also absolute Leseempfehlung und wirklich ja, grandioser historischer Roman. A Feast for Crows von George R. R. Martin wurde von mir ebenfalls gelesen, war ja auch ein Lesevorhaben für Juni. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich durch die über 960 Seiten ein wenig gequält. Es ist wirklich der schwächste Band der bisherigen Reihe, der ja im Englischen aus 5 Teilen besteht. Das 4. Band entspricht dementsprechend 7 und 8 im Deutschen. Und wir haben hier ein Buch, das sich unglaublich mit Charakteren beschäftigt und auch aus Perspektiven erzählt, mit denen man irgendwie nicht so recht warm wird. Auch was da so an Geschichten erzählt wird, ist nicht mega spannend. Und wir haben eine Brienne, die gefühlt irgendwie auf 500 Seiten des Buches auf Reisen und auf Suche nach Sansa Stark ist. Es ist teilweise wirklich unglaublich langatmig. Es ist manchmal so langweilig, dass man das Buch tatsächlich weglegt und sich denkt, jetzt will ich mal 2 Tage nichts mehr sehen. Und das gab es bei keinem der 3 anderen Bücher überhaupt. Da wollte man immer, immer, immer weiterlesen. Und hier muss ich ehrlich gestehen, hatte ich dann tatsächlich auch mal Pausen von 3-4 Tagen drin, wo ich dann dachte, ach nee, du hast keine Lust auf die Suche von Brienne. Und ja, wir haben hier eben auch Charaktere und Perspektiven, mit denen man nicht warm wird, die man irgendwie nicht so recht verstehen kann, auch wo das hinführen soll. Und es fehlen eben die Hauptgeschichtenstränge um Jon, um Tyrion, um Daenerys. Das fehlt uns einfach ein bisschen. Klar kommen wir hier auch weiter. Wir haben wieder ein bisschen Bran, wir haben ein bisschen Arya, wir haben ganz viel Brienne, wir haben Jaime, wir haben ganz neu Cersei, die uns etwas aus ihrer Perspektive erzählt. Aber all das macht es irgendwie nicht besser. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das damals gelesen, ich hätte, glaube ich, gar keine Lust mehr auf Band 5 gehabt. Ich glaube, man ist dadurch so enttäuscht gewesen und
Ja, ich bin tatsächlich, ja, der fünfte liegt natürlich da und ich freue mich auf den fünften, denn George R. R. Martin verspricht am Ende, dass es natürlich im fünften Teil dann mit all den Charakteren weitergeht, die er jetzt mehr oder weniger nicht erwähnt hat. Er wollte eben sein Hauptaugenmerk auf King's Landing stützen und auch die Charaktere, den Krieg, den kommenden Winter uns nahe bringen und wollte eben lieber Erzählstränge zu Ende erzählen als fünf Charaktere mit nur einem kurzen Erzählstrang. Ja, ich kann das Argument verstehen, ich hätte es aber anders gemacht, weil es ist, ja, 960 Seiten, die man nicht unbedingt inhaliert, sondern wirklich sich manchmal da durchquält und sich denkt, oh nein, wenn Brienne jetzt noch einmal sagt, sie sucht Sansa, dann erwürge ich sie. Ja, so ging es mir in etwa. Es ist ein gutes Buch, der Stil ist natürlich klasse und er weiß auch detailreich zu beschreiben und ich finde auch, dass wir hier der historischen Sprache so ein bisschen näher wiederkommen. Er verwendet wirklich schön altklingende Worte und das macht auch Spaß dann zu lesen und es gibt eben auch wunderbare Passagen, also meine Lieblingspassagen sind nun mal Bran und Arya und ich mag diese Erzählstränge und die sind auch hier drin und das fand ich auch wirklich toll. Ich mochte auch den Erzählstrang um Jaime und auch Cersei konnte man so ein bisschen kennenlernen. Aber alles in allem ein Band, durch den man einfach durch muss und das habe ich geschafft und ich mich dann jetzt einfach freue, wenn es mit dem nächsten Band dann weitergeht. Unglaublich happy war ich, als bei mir die Katze des Dalai Lama und die Kunst des Schnurrens eingezogen ist. Ich habe ja den ersten Band von David Michie unglaublich toll gefunden und er hat mich berührt und begeistert und mir haben die buddhistischen Weisheiten so gut gefallen. Und so war ich umso happier, als ich vom Lotus Verlag nun auch Band 2 erhalten habe und auch schon Band 3, der Ende Juni erscheinen wird als E-Book und ja, ich war total happy und bin da wirklich unglaublich dankbar für. Der zweite Teil, 256 Seiten, kostet als gebundene Ausgabe 16,99 und als E-Book 13,99. Und da ich auch den ersten Band als E-Book gelesen habe, habe ich mich hier eben auch darüber gefreut, als wieder als E-Book zu haben, wo die Cover, also gerade das zweite, wirklich unglaublich schön sind. Ja, wir sind hier eben wieder am Hofe sozusagen des Dalai Lama bzw. am Kloster und dieser begibt sich auf eine Reise und lässt unsere Katze, die KSH, die Katze seiner Heiligkeit, wie sie liebevoll genannt wird innerhalb des Klosters, alleine und gibt ihr die Aufgabe herauszufinden, warum Katzen schnurren und wann sie schnurren und was eben die Kunst hinter dem Schnurren ist. Und ja, Katzenbesitzer wissen, Katzen schnurren in der Regel, wenn sie glücklich sind oder zufrieden sind und das kommt ja eben so ein bisschen daher, also sie haben auch Selbstheilungskräfte, wenn sie schnurren, also es ja, kommt ja eben auch daher, wenn sie eben zum Beispiel von der Mama geputzt werden oder wenn sie im Grunde noch bei der Mama gesäugt werden und dann eben diese Schnurren, das ist eben tiefste Zufriedenheit und man hat auch mal das Gefühl, sie schlafen sich sozusagen dann im Grunde auch so ein bisschen mit dem Schnurren ein. Und ich finde es hier wieder wunderschön, wie uns die Sicht aus der Katze erzählt wird, was am Hof passiert, was die Menschen bewegt, was da passiert in Indien, herum dieses Geländes des Klosters. Ich fand es ganz, ganz toll, dass wir herausgefunden haben, was mit den Babykatzen passiert sind von ihr, die sie ja im ersten Teil bekommen hat. Und ich fand es unglaublich toll. Ich habe es unglaublich geliebt, auch dieses große Thema, was so ein bisschen Tod und Trauer auch betrachtet und eben diese Wiedergeburt und was es da im Buddhismus auf sich hat und wie man als Mensch dort eben damit umgeht und ja, und am Ende sind wir sogar in der Überlegung, ob die Katze, die wir jetzt kennen, vielleicht schon im früheren Leben mal dem Dalai Lama oder einer seiner Mönche über den Weg gelaufen ist. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich habe es wirklich geliebt und ich habe es verschlungen und ich mag die Geschichte, wie das ist mit dieser Katze, mit dieser Feinheit, wie man sich das vorstellt, dass eine Katze die Welt wahrnimmt. Ich mag diese buddhistischen Weisheiten, ich mag einfach diese Lebenseinstellung, diese Philosophie, die dahinter steht und ich nehme so viel mit und ich habe mir auch ein paar Weisheiten rausgeschrieben und ich fand es ganz, ganz toll. Ich fand es unglaublich wärmend in mir und es geht unglaublich tief und ich freue mich jetzt eben total auf den dritten Band, den ihr ja vielleicht noch in diesem Monat oder dann im nächsten Monat von mir sehen werdet und ich bin wirklich, ich bin tief beeindruckt und tief begeistert und kann die Bücher nur allen nahelegen, die Katzen lieben, die mit der Philosophie des Buddhismus etwas anfangen können und die da einfach eine wunderschöne Geschichte lesen wollen, denn das ist sie auf jeden Fall. Und das waren sie nun, die ersten 9 Bücher des Monats Juni.
Und hier merkt man ja schon so manches Bücher-Highlight. Und ja, gerade Die Katze des Dalai Lama hat es mir unglaublich angetan. Auch Wunder fand ich wunderschön, das passt natürlich. Enttäuschung, ja, war tatsächlich ein wenig der vierte Teil von Game of Thrones. Ja, wer hätte das gedacht? Böse. Ja, wenn ihr natürlich jetzt mal wissen wollt, welche 8 Bücher dann danach gekommen sind, dann wartet einfach auf die nächste Woche, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nicht den zweiten Teil. Und ja, ich denke, das ist heute auch schon genug gewesen. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss, eure Steffi.